Funktionale Flexibilität und Ästhetik. Heute dreht sich alles um das Thema Vertical. Das bedeutet, Platz sparen und in die Höhe zu bauen. Für viele Architekten eine Herausforderung, aber Schüco hat die Lösung. Experience Progress. Jetzt geht's los. So, ich habe hier jetzt den persönlich haftenden Gesellschafter von Schüco neben mir stehen, Herr Andreas Engelhardt. Freut mich, dass Sie da sind. Wie gefällt Ihnen denn der Messestand bisher hier auf der Bau? Unser Messestand ist fantastisch. Es ist immer wieder toll zu erleben, wie wir alle zwei Jahre nochmal etwas Neues kreieren und alle begeistert sind. Und ich bin total begeistert. Die Messe ist unsere Leitmesse, weltweit die wichtigste Messe. Wir nehmen die sehr ernst. Wir holen viele tausend Kunden und Partner hierher. Verzichten auf die eine oder andere Messe international, weil wir hier die geballte Kraft aller Innovationen zeigen können und natürlich auch unser Team präsent ist. Sie verzichten ja auch nicht nur auf weitere Messen, sondern auch auf Papier. Alles ist bei Ihnen digital. Naja, hier geht es darum, mal auch ein gutes Beispiel zu geben, ja, wie einfach es eigentlich ist und wie angenehm es ist, papierlos zu arbeiten. Wir machen das zum Beispiel am Stand sehr erfolgreich mit unseren Touchpoints, wo der Kunde nichts mehr mitschleppen muss, sondern einfach seinen RFID-Chip hinhält, die Karte hinhält und am selben Abend schon ein Feedback bekommt. Und dann die gewünschten Informationen bis hin zu persönlichen Kontakten bekommt. Und das läuft sehr gut. Und jedes Jahr wird es besser. Vielen lieben Dank für das Interview. Sehr gerne. Dankeschön. Überall auf dem Messestand sind RFID-Spots verteilt, insgesamt 35. Und wie das funktioniert, das sehen wir bei Herrn Engelhardt. Und so einfach geht das. Wenn ich die RFID-Karte jetzt an die Spots halte, was passiert denn dann genau? Also am Abend erhalten Sie eine Bau-E-Mail von Schüco. Schauen Sie einmal hier. Hier finden Sie einmal eine Dankes-E-Mail. Und wenn Sie einmal auf diesen Link draufklicken, erhalten Sie einen Überblick über alle themenrelevanten Touchpoints, für die Sie sich interessiert haben. Beispielsweise haben Sie sich für den Bereich Vertical interessiert, finden Sie auch hier auf dem Lageplan die Themeninhalte zu Vertical. So habe ich also alle Spots und alle Informationen in einer Übersicht. Sehr schön und digital. Ich stehe hier jetzt mit Herrn Dr. Stefan Dewald, der Leiter im Bereich Fassadensysteme. Schön, dass Sie da sind. Was sind denn bei Ihnen die innovativsten Produkte, die Sie hier zeigen auf der Messe? Ja, wir stellen hier die neue Elementfassadenplattform Schüco AFUDC80 vor, mit der wir den Vertical-Bereich bedienen wollen. Was ist Vertical genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Vertical ist alles das, was hochgeht. Wenn wir in den innerstädtischen Bereich gucken, die Urbanisierung schreitet voran, die Grundstückspreise gehen ins Exorbitante, das heißt, die Stadtentwicklung wird nur noch in die Höhe, vertikal erfolgen. Und diesen Bereich wollen wir bedienen. Dieser Bereich ist in engen Bausituationen ganz, ganz schwierig zu bedienen, weil wir mit den normalen, einfachen Fassaden in den engen Bereichen gar nicht mehr arbeiten können. Deswegen, da können wir nur elementiert bauen und dazu haben wir jetzt ein System wieder geliefert, was diesen Bereich voll und ganz abdeckt. Ja, diesen Bereich und diese Systeme sieht man ja hier ganz schön auf der Messe. Man sieht hier die hohen Gebäude. Ne? Was ist daran jetzt neu? Wollen wir da mal hingehen? Ja, gerne. Ja? Gerne. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen das. Ja. Neu ist vor allen Dingen die unendliche Gestaltungsvielfalt, die wir hier im System anbieten. Ja? Wir haben die Möglichkeiten, schräge Sprossen im System einzubinden. Wir haben natürlich die Möglichkeiten, funktionale Elemente wie Parallelausstellfenster zu integrieren. Wir haben jetzt hier eine Ganzglasoptik, so eine typische Structural Glazing Ganzglasoptik, wie wir die von typischen Bürohochhäusern in den innerstädtischen Bereichen kennen. Und auch das können wir natürlich auch machen. Wir haben die Möglichkeit, modular diese Fassade zu erweitern. Wie war denn so die Trendentwicklung der letzten Jahre bis heute? Ja, also wir sehen zum einen den wesentlichen Trend nach mehr Transparenz. Deswegen also immer auch filigranere Profile und immer filigranere Bauteile. Aber der ganz klare Trend der Zukunft ist die Urbanisierung. Da können wir uns nicht vor verstecken, die läuft und ist auch gut so. Und da möchten wir helfen, die Innerstädte zu gestalten und damit eben auch ein Lebensumfeld für die städtische Bevölkerung zu schaffen, das eben der soziokulturellen Entwicklung entspricht. Stichwort Wohnkomfort. Was gehört denn noch dazu? Ja, zum Wohnkomfort gehört natürlich ganz, ganz klar der Sonnenschutz und der Blendschutz. Und da haben wir es eben auch geschafft, den in die UDC 80 zu integrieren. Ja, wir sehen jetzt hier nochmal wieder ein ganz tolles Exponat. Oh, da kommt er schon runter, voll integriert. Konnte man gar nicht sehen, dass er hier drin ist. Die Führungsschienen rechts und links, voll integriert. Hier sehen wir auch, der geht sogar hinter den französischen Balkon, der auch Profil integriert ist. Naja, aber jetzt können wir gar nichts mehr sehen. Jetzt ist ja... Das heißt dann also, man bekommt keinen Sonnenbrand?
Ja, ganz genau. Es sei denn, man liegt auf einem der Balkone, die wir natürlich auch noch anhängen können an die UDC 80. Das stimmt wohl, ja. Aber man sieht, Schüco problemlösend, platzsparend in die Höhe bauen, vertical, im Wohnbereich und commercial. Das ist Schüco. Vielen lieben Dank für das Interview. Gerne. Und so geht ein weiterer Tag zu Ende. Ich habe hier meine Ruhe, ich habe keinen Lärm, die Luft ist rein. Das ist vertical, das ist Schüco, das ist Fortschritt erleben. Ach.